für euch. Ciao. Dan Wehr präsentiert Ihnen live aus der Musik- und Kongresshalle in Lübeck Deutsche Vorauswahl zum Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Danke. Wahnsinn. Vielen Dank. Dieser Applaus, meine Damen und Herren, erweckt Erinnerungen an längst vergangene Grand Prix-Zeiten. Sie erinnern sich an jenen legendären Punkt, den wir mal vor 2 Jahren von Malta bekommen haben. Wussten Sie eigentlich, dass die Tourismusbranche daraufhin in Malta 20% Umsatzzuwachs verbuchen konnte? Ich meine, die Deutschen sind ja nun wirklich dankbar. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich passiert in dem Jahr nach unserer Nicht-Oslo-Teilnahme? Kauft jetzt kein Mensch mehr Kabelachs oder was? Ich meine, da steht man drüber. Fest steht, Deutschland wird am 3. Mai in Dublin garantiert dabei sein. Schuld daran, meine Damen und Herren, ist vielleicht dieses kleine Tuch. Das habe ich nämlich unserem Deutschlandvertreter kurz vor seinem internationalen Sitzungsmarathon gegeben. Und ich meinte, Doktorchen, nimm das mal als Talisman, als Souvenir, als was weiß ich sonst, vielleicht zum Abstauben und mach was draus. Vor ein paar Tagen hat das mir zurückgegeben mit solchen Augen. Und was soll ich Ihnen sagen? Der Muff ist raus. All das, wovon Grand Prix-Fans immer geträumt haben, scheint nun endlich wahr zu sein. Abstimmung landesweit perfekt. Nation gegen Nation am Telefon. Natürlich ohne Anklopfen bis hin zum Halbplayback-Verfahren. Damit ein Titel nicht klingt, wie der andere heißt. Ne? Mehr zu diesen Veränderungen, meine Damen und Herren, im Verlauf der Sendung. Und jetzt, Mütter. Haltet eure Töchter fest. Denn mit Deutschlands erster deutschsprachiger Boysband kommen hier gleich 86 Jahre Tanz- und Gesangsausbildung auf die Bühne. Mit nicht nur einer Altherrentruppe, sondern vielmehr 4 Freunde, die es vor allem auf die Herzen der Mädels abgesehen haben. Mit so einem richtigen Macho-Spruch haben sie im letzten November bei meinem Kollegen Uwe Hübner, schöne Grüße nach Berlin, in der ZDF-Hitparade mördermäßig abräumen können. Der hieß: Willst du meine Kinder kriegen? Hier sind die 4, die scheinbar alle Klischees einer Boygroup erfüllen. Gut aussehend, bodygebildet und immer gut drauf. Purple Schulz besang sie einst. Hier sind die verliebten Jungs. Ich bin Solo.
bin Solo. Musik und Text Christoph Simons, Ben Ernst und Rainer Hönig. Na, das geht ja gut los. Als sie vor ein paar Wochen bei mir zu Gast war in der deutschen Schlagerparade, da bot sie an, die deutsche Version von Céline Dion's Welthit Because You Loved Me, ein Titel, bei dem man unwillkürlich nach einem Taschentuch sucht. Ich konnte mir damals auch nicht verkneifen zu sagen, eine Stimme verdammt nah am Original. Gern, so hat sie mir erzählt, erinnert sich an die Zeiten, als sie die Grand Prix-Übertragung am Radio noch heimlich unter der Bettdecke verfolgt hat. Ihr Favorit damals, Genghis Khan. Und was Genghis Khan an Temperament haben, das hat sie an Gefühl. Seit einem Jahr glücklich verheiratet, fällt es von daher, glaube ich, sehr leicht, mit einer Hymne anzutreten. Es lebe die Liebe, Start Nummer 2 von Michaela. Gemeinsamkeit, bin nicht verloren. Lügen werden eine Frau. Die Freude steht jedem voll Kraft und Zuversicht. Fehlerlos wird niemand sein. Öffnet eure Herzen, lasst die Kinder rein. Lehren euch die Sprache ihrer Unschuldigkeit, und es wächst dieser Traum. Jedes Feuer wird entfacht. Oh, es gibt nur einen Grund, welcher alles möglich macht. Es lebe die Liebe und der gemeinsame Friede wird die Hoffnung uns begleiten. Der Glaube Wege beschreiten und erst dann Vertrauen und Verständnis. Eine Hand ist keine Faust, und es wächst dieser Traum. Jedes Feuer wird entfacht. Oh, es gibt nur einen Grund, welcher alles möglich macht. Es lebe die Liebe und der gemeinsame Friede wird die Hoffnung. Sabine Morris. Als ich ihren Titel, meine Damen und Herren, zum allerersten Mal hörte, da dachte ich, wie wunderbar handgemacht klingt ihr doch. Kein Wunder, ist eines ihrer großen musikalischen Vorbilder, doch keine geringere als Alanis Morissette. Schon mit 12 schrieb sie ihre ersten eigenen Songs, mit 13 gewann ihre Schulband Emergency den Wettbewerb Rock in Bayern. Schuld an ihrem heutigen Auftritt
ist eigentlich Ihr Erdkundelehrer, denn der glaubte nicht nur an Ihr Talent, sondern schickte auch kurzerhand Ihr allererstes Demo-Tape an eine Plattenfirma. Diese Plattenfirma nun wiederum könnte Sie eigentlich gleich mit Ihrem zweiten Job engagieren, denn sie ist ausgebildete Grafikdesignerin. Von daher hat sie es sich auch nicht nehmen lassen, gleich das Cover für ihre erste CD zu entwerfen, die da heißt Kein Bitte Verzeih mir, Start Nummer 3 von Gina. Muss fahren, will rasen, heute gibt's noch einen Date mit dir, dann warten und hoffen, wann kommst du endlich durch die Tür? Dein Handy, ein Rückruf und mein Stolz ist wieder tot. Was tun jetzt Fernsehen? Ich weiß nicht, ob sich weinen um dich lohnt. Irgendwann mal 5:05, du hast nie auf die Uhr gesehen. Aschenbrüll und Mann vom Bell, so darf ich das jetzt wohl verstehen. Kein Bitte verzeih mir, ich will nichts mehr davon hören. Kein Aber, ich lieb dich und Sprüche wie die Zunge in meinen Ohren. Kein Bitte verzeih mir, der Satz stammt aus irgendeinem Roman. Kein Aber, ich lieb dich, merkst du nicht, du kommst nicht mehr bei mir. Ich fühl noch das Pochen, den Restmüll in meinem kranken Herz, so fern und nahe. Warum heul ich aus Trotz oder Schmerz? In der Luft kein Schatten, wer segelt schon im Gegenwind mit dir? Muss fahren, will rasen, die Ahnung von einem neuen Ziel. Irgendwann war 5:05, du hast nie auf die Uhr gesehen. Aschenbrüll und Mann vom Bett, so muss ich das jetzt wohl verstehen. Kein Bitte verzeih mir, ich will nicht. Ist sie, unser Youngster Gina, Kein Bitte Verzeih mir, Musik Peter Hopp, Text Mike Bock. Kurzbesuch bei mir, herzlich willkommen, Erwin Fischer. Schönen guten Abend aus Österreich. Sie vertreten seit vielen Jahren das österreichische Fernsehen in der Eurovision und bei dem Titel muss ich runtergucken und gehören zum Vorstand der Europäischen Unterhaltungskoordination. Klingt gut. Genau, und das nehme ich auf und frage Sie einfach mal, Herr Fischer, warum gibt ihr Österreicher und Deutschen immer so wenig Punkte? Gegenfrage, warum gebt ihr uns Deutsche, ihr Deutsche, uns in Österreich so wenig Punkte? Na ja, nein. Kann man das irgendwie belegen? Ja, wir haben das zusammengezählt, also es stimmt nicht ganz, dass wir uns gegenseitig immer null Punkte geben, was ja fast nicht verständlich ist. Zwei befreundete Länder, Nachbarn. Also Österreich hat Deutschland bisher insgesamt 62 Punkte gegeben und Deutschland hat Österreich 44 Punkte gegeben. Ganz kurze Frage noch, ist ein Kurzbesuch. Was ändert sich nun eigentlich mit dem Austausch der Jurys auf das TET-System? Ja, das ist das Schöne dran. Es ist uns gemeinsam mit Deutschland in der EBU gelungen, dieses TET-System einzuführen, weil wir einfach finden,
beim Song Contest soll die ganze Nation, das ganze Land abstimmen. Und dadurch glauben wir, dass wir uns dann gegenseitig wieder mehr Punkte geben. Die demokratischste Entscheidung. Wir freuen uns auf Dublin. Danke, alles Fischer. Gute. Ciao. Schöne Grüße nach Österreich. Die Entstehungsgeschichte der nun folgenden Girl Group, meine Damen und Herren. Genau, jetzt kommen die Mädels. Sie hat mich erinnert ein bisschen an die Schlüsselszene aus dem Musical Chorus Line. In der geht es darum, aus möglichst vielen Bewerbern genau jene zu finden, die dann irgendwann auf den Brettern, die ja bekanntlich die Welt bedeuten, stehen dürfen. Genau das fand vor ein paar Monaten in Deutschland statt. Neudeutsch nennt sich das Ganze dann Casting. Weit über 100 Mal Hoffnung, auf den Tag genau vorbereitet zu sein. Für 5 von ihnen erfüllte sich diese Hoffnung. Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands, aus München, aus Aalen bis hin nach Eisenhüttenstadt, alle mit Tanz- und Gesangsausbildung. Können und Talent ist die eine Seite der Geschichte. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere, vielleicht eine Geschichte mit einem kleinen Glücksengel, der einen unsichtbar an die Hand nimmt und meint, du schaffst das schon. Fast alles über Engel, nun von All About Angels, ihr Song Engel. Muss ich Ihnen eigentlich nicht mehr vorstellen. Seit nunmehr 4 Jahren zählt sie zur Creme der deutschen Popmusik. Oberste Platzierung allein bei mir in der deutschen Schlagerparade sind dafür, denke ich, der beste Beweis. Alle wollen sie haben. Gleich 2 großen Wettbewerben stellt sie sich
allein in dieser Woche. Am kommenden Samstag wird sie zu Gast sein bei den Deutschen Schlagerfestspielen. Sie kommen aus Offenburg, 20.15 Uhr übrigens live im Ersten mit Dieter Thomas Seck, den Sie ja auch in den vergangenen Wochen auf der sehr erfolgreichen Musik liegt in der Luft-Tournee begleitet hat und das auch noch weiterhin tun wird. Schöne Grüße nach Offenburg. Ich weiß, ihr sitzt da jetzt alle. Wettbewerb Nummer 2, der heutige. Ich finde, das ist ganz schön viel Wind. Gell? Überhaupt hat sie es ja mit dem Wind. Ihr jüngstes Windspiel, Celine, gerade mal 8 Monate alt. Papa ist Albert von der Gruppe Wind. Ich denke, das lässt sich eigentlich nur noch durch eins steigern, durch einen Orkan. Im Auge des Orkans, die neue Single von Michelle. Mit den Herzen kommen hoch, im Auge des Orkans von Michelle, Musik Jean Frankfurter, Text Ilmar Holder. Kurz Besuch von einer Dame, die Grand Prix-Geschichte geschrieben hat. Herzlich willkommen, Luz Assia. Genießen Sie es, Frau Assia. Die erste Grand Prix-Siegerin überhaupt. Ihr Titel Refrain. Schön Anfang, ne? Das tut gut. Stehen Sie eigentlich auf Ihrer Lieblingsseite? Nein. Nein. Na, dann wechseln wir schnell. Danke. Gentlemen. Gentlemen. Refrain. Da ist irgendwas passiert damals 1956 bei der Siegerehrung. Habe ich mal kurz nachgelesen. Ja, also ich habe gewonnen als erste Schweizerin. Bin übrigens immer noch die einzige Schweizerin, die für die Schweiz gewonnen hat. Und ja, stimmt. Und.
Und ich musste also das Chance nochmal wiederholen und habe den Text vergessen, vor lauter Emotion. Und heute Abend geht es mir beinahe gleich. Kommt vor und tröstet vor allem unsere Teilnehmer heute. Letzte Frage, ich kriege schon wieder die Zeichen hier. Sie haben was ganz Verrücktes gemacht. Einer Ihrer größten Hits, Oh mein Papa. Also was hat es mit dem auf sich? Ich bin gesprungen vom Schlager, was früher Pop war, zu meiner Zeit. Und jetzt ist Techno-Pop. Jetzt habe ich eine Techno gemacht für die Jungen und für die Alten. Und das ist toll, kann ich Ihnen sagen. Wir freuen uns auf 100 Beats per Minute. Am 2. März hat sie Geburtstag. Herzlichen Dank. Grüß Astia. Ja, ich gönne es ihr wirklich. Sympathische Frau. Meine Damen und Herren, die Wege im Showbusiness, sie sind manchmal verworren und ziemlich dunkel. Da heben sie dich auf eine Bühne, du gibst dein Bestes und wirst gefeiert. Ich denke, Sie wissen genau, wen ich jetzt ansage. Aber irgendjemand auf dieser Welt war überhaupt nicht begeistert, lehnte sich eher gelangweilt zurück an die Wand und traf den Lichtschalter. Aus war's das Licht. Seitdem geht der Junge übrigens nie mehr ohne aus dem Haus. Ohne seine kleine Taschenlampe. Aber wer weiß, ob nicht eines Tages vielleicht aus dem Schein dieser kleinen Taschenlampe nicht doch wieder ein Spot wird. Ein Spot gerichtet auf ihn. Hier ist Leon. Schein meine kleine Taschenlampe. Sie werden neu ausgerichtet. Zeit für Bianca, eine junge Frau, die in ihrer musikalischen Entwicklung so scheinbar nichts dem Zufall überlassen hat. Was mit einem Kinderchor über den Gospelchor Golden Glories bis hin zur Vokalgruppe United Voices begann,
Das fand seine bisherige Krönung mit dem Sieg bei einem europäischen Songwettbewerb. Nun handelt es sich hierbei nicht um den Grand Prix, mal ausnahmsweise nicht der Grand Prix, sondern vielmehr die europäische Soundmix Show 96. Es war ihre fantastische Interpretation von Céline Dions Hitballade Think Twice, die genau den Nerv des Publikums traf. Aber nicht nur den, sondern auch den Nerv von Hitproduzent Harold Faltermeier, der sie daraufhin unter Vertrag nahm und auch ihre erste Single produzierte. Über ihren neuen Song meint sie, es ist ein wunderschönes Lied, maßgeschneidert für meine Stimme und mein Gefühl. Hier ist Bianca Schomburg, ihr Titel Zeit. Manchmal lief die Zeit mir durch die Hände. Manchmal wollte sie einfach nicht vergehen. Doch die Zeit hat viele Wunden. Der deutschen Vorauswahl des Grand Prix nicht nur Kultstatus zu verleihen, sondern auch ein gesamtes Happening draus zu machen. Christina Menz, herzlich willkommen. Was war draußen im Foyer los? Ja, guten Abend erstmal. Wir feiern hier heute Abend eine riesen Grand Prix Party mit allen Zuschauern hier. Mit allen Künstlern und natürlich auch mit vielen Interviews und die Fanclubs, die sind hier heute Abend natürlich auch alle vertreten. Sie sind alle da und freuen sich riesig, mit uns eine Party zu feiern. Christina, Kult. Eine Frage brennt mir auf den Nägeln. Wie feiert man
zünftig, ist das eigentlich ein Begriff aus der Volksmusik, den Grand Prix spätestens an einem 3. Mai? Also man feiert ihn zumindest angemessen. Man lümmelt und flirzt nicht auf dem Sofa, sondern man zieht sich ein bisschen nett an, lädt schlechte Gäste aus und nur Grand Prix-Freunde ein. Dann gibt es nette kleine Häppchen, Käseecken mit kleinen Fähnchen. Es gibt 7 Länderpralinen. Ja. Ja. Hast du welche mit? Nein, nicht, die kriegst du später, dann kannst du unter den Tisch fallen. Also 7 Länderpralinen und dann muss natürlich getippt werden, wer gewinnt, wo landet der deutsche Beitrag. Und dann wird telefoniert, TED-Abstimmung natürlich ganz wichtig. Und nachher Mörderparty nach der Show. So ist Hilf mir schnell bei der nächsten Ansage. Die Titelmelodie von Dallas. Vielen Dank, danke Christina. Ich mache den Rest weiter. Alles klar. 9.03 Uhr, jeden Tag in der ARD. Dasselbe Prozedere, Dallas zum Beispiel. Oder dann gibt es ja noch so einen anderen. Kennen Sie das? Wartens. Da wartet man dann 25 Minuten, dass John Boy nun endlich sagt, Gute Nacht, Elizabeth. Warum ich Ihnen das erzähle? Es sind beides Titelmelodien, und zwar Instrumentals ohne Gesang. Das reicht bei den Serien der Neuzeit nun beileibe nicht aus. Wie die Serie an sich kann der gesungene Titelsong zum Markenzeichen werden. So geschehen bei einer Serie, die vielleicht ein paar kennen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Fragt man sich, wer singt das eigentlich? Die ARD freut sich, sie exklusiv zum ersten Mal präsentieren zu können. Ihr Name Viveka. Blond gelockt, blaue Augen, kein Wunder, in Stockholm geboren. Für ihre neue Single wünsche ich ihr nur gute Zeiten. Kommt zurück, hier ist Viveka. Musik Martin de Vries, Roland Götz, Text Martin de Vries, Philipp Cafier. Mit ihrer neuen Single, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen nun eine Interpretin ansagen, die für mich zu den vielseitigsten überhaupt zählt. Eigenwillig
Und in ihrer unverwechselbaren Art singt sie mit traumwandlerischer Sicherheit stilistisch fast alles. Von Jazz über Pop bis hin zu Musicals und Klassik. Zahlreiche Filmmusikkomponisten wie Günter Fischer oder Klaus Doldinger, um nur einmal die populärsten zu nennen, schätzen sie als absoluten Vollprofi. Ihre Künstlerkollegen hinter der Bühne, die werden sich wahrscheinlich jetzt fühlen wie sie. Zwischen Himmel und Erde, hier ist Anke Lautenbach. Zwischen Himmel und Erde werden Träume geboren. Zwischen Himmel und Erde gehen sie wieder verloren. Verdammt deiner Mama, alles was du hast, alles was du bist, ist oft über Nacht vertan. Ist das Wunderland erstmal abgebrannt, müssen neue Träume her, fällt es wieder mal, wie jedes Mal auch schwer. Zwischen Himmel und Erde zwischen Himmel und Erde, Musik Thomas Natschinski, Text Inge Ranona. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind Sie gefragt. Sie allein treffen Ihr Votum, Sie allein treffen die Entscheidung, wer erstens der Sieger oder die Siegerin, um es politisch korrekt zu formulieren, des heutigen Abends ist und wer zweitens Deutschland am 3. Mai in Dublin vertreten wird. Ich habe versucht, ein bisschen nach der Publikumsreaktion hier zu gehen. Es ist mir schlichtweg unmöglich, das einzuschätzen. Ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis. Die TED-Telefonnummer, sie lautet, bis jetzt geheim gehalten, 0137 44 22 0. Bis dahin so gut. Sie müssen nun nichts anderes tun, als die Endziffer Ihres Favoriten ranzuhängen. 0137 44 22 0 plus Endziffer Ihres Favoriten. Wie im vergangenen Jahr werden jetzt hier die Handys gezückt und alle wollen mitmachen. Die Endziffern bekommen Sie wie immer im Schnelldurchlauf in umgekehrter Reihenfolge. Zwischen Himmel und Erde werden Träume geboren. Zwischen Himmel
das Dunkel wird, denn ich gehe niemals allein. Meine kleine Taschenlampe scheint. Shine, shine, shine in dein Herz hinein. Sofort läuft da der Countdown, meine Damen und Herren. Der Ted ist mit dieser Sekunde offen. Bitte rufen Sie jetzt an, aber holen Sie sich Ihr Telefon vor den Fernseher. Sonst würden Sie ein Highlight verpassen. Ein Highlight, wie es das im deutschen Fernsehen nicht so oft zu sehen gibt. Sie nennen sich Lametta, drei Golden Boys, die allein schon über ihre Körperbemalung erkennen lassen, dass es jetzt gilt, einen Sieger oder eine Siegerin zu küren. Und welche Musik würde dazu besser passen als der Mega-Hit von Queen, We Are The Champions. Ich weiß gar nicht, was da wie Lametta gehangen haben soll. Der Ted, meine Damen und Herren, wir machen ihn jetzt dicht, wenn Sie jetzt zu Hause am Telefon noch hören. Ihr Anruf wird gezählt. Vergessen Sie es. Der Ted ist dicht. Unsere Wertung ist abgeschlossen. Während unser Computer nun hinten rechnet und rechnet und rechnet und ein zweiter Computer es bearbeitet, damit wir es auf diese schöne große VD-Wall hinter mir bekommen, die übrigens ein IQ hat, habe ich gerade gesehen, an einem Aufkleber von 117, möchte ich die Zeit nutzen, Sie auf zwei Sachen aufmerksam zu machen. Als erstes, das muss für einen jeden Fan dieser Kultsendung die CD zur Sendung. Die Titel dürfen ja vorher noch nicht gelaufen sein. Welturaufführung heute, ab morgen in jedem Plattengeschäft. Ist sie eigentlich hinten eingeblendet? Da ist sie, genau. Erhältlich. Mit allen Interpreten und vielen Bonustracks. Leon ist nochmal dabei. Mit Planet of Blue vom Vorjahr, Genghis Khan, Wind, Mikado, Nicole. Sowieso, so sieht sie aus. Hinweis Nummer zwei, mehr deutschen Schlager gibt's am kommenden Samstag. Ich hatte es vorhin kurz schon erzählt. Die deutschen Schlagerfestspiele aus Offenburg, 20.15 Uhr live im Ersten mit Dieter Thomasek. Ich weiß, ihr sitzt jetzt gemeinsam mit Hildchen, mit Thomas Dor, Dröpcher, Bernd Klüver und Cindy und Bert in Offenburg. Sie schauen zu. Danke für euren netten Anruf heute Vormittag. Es hat mich wirklich gefreut. Ist hinter mir schon eine blaue Wand zu sehen? Das ist ganz wunderbar, das sagt mir, das Gesamtergebnis liegt vor und der Hinweis für mich, alle Interpreten noch einmal auf die Bühne zu bitten, damit wir uns das Gesamtergebnis anschauen können. Mein Gott, ist das wieder spannend. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Man weiß nicht, was ist drin im schönen Geschenk. Okay. Hier haben wir also unsere schöne Videowand. Schauen wir uns das Gesamtergebnis an. So sieht es aus, das Gesamtergebnis. Wow! 1,8% für den letzten. 3 und 2 knapp auseinander, ein absolut überzeugender Gewinner. Na, das kann ja spannend werden.
lösen wir es auf, meine Damen und Herren. 11,8%, damit der dritte Platz für Michelle im Auge des Orkans. Glückwunsch, Michelle. Platz 2 mit 13,0% für Leon. Scheint meine kleine Taschenlampe. Damit kann er fast an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. Ich denke, er freut sich sehr über diesen zweiten Platz. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Kleinen Moment, denn ich würde gerne mal meinen passenden Zettel raussuchen. Nee, ich lasse das lieber. 40,2%, ein absolut überzeugender Gewinner. Platz 1 geht an. Ja! Der Preis. Selbstverständlich aus Lübecker Marzipan. Bianca, die erste Reaktion ist natürlich schwer, wie nach einer Oscar-Verleihung. So sieht's aus. Wir müssen es. Das ist schön. Ein erstes Statement, Bianca. Ja, was soll ich sagen? Ich bin überglücklich und ich möchte meinen Eltern ganz herzlich danken. Meiner Mama und meinem Papa. Der Saal steht, meine Damen und Herren. Glückwunsch an Ralf Siegel. Ich darf alle Interpreten bitten, ein bisschen Platz zu machen, denn jetzt werden wir ihn uns noch einmal anhören. Den Siegertitel. Ich darf mich an dieser Stelle vorher von ihm verabschieden. Das war sie, die deutsche Vorauswahl des Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Live aus der Musik- und Kongresshalle in Lübeck. Danke dem Publikum hier, es war zauberhaft. Und hier noch einmal der Siegertitel von Bianca Schaumburg. Geben wir ihr alle Zeit, die sie braucht. Manchmal lief die Zeit mir durch die Hände. Manchmal wollen sie einfach nicht vergehen. Doch die Zeit hat viele Wunden. Und in manchen schweren Stunden träumte ich, die Zeit zurückzudrehen. Denn Zeit, Zeit, wo bleibt nur die Zeit? Zeit, Zeit, wann ist es so weit? Wer weiß, was noch passiert? Wer weiß, wohin der Weg mich führt? Sag, wo bist du? Zeit, Zeit, was kommt in dieser Zeit noch auf? Glück gebetet und in die verlorene Zeit gewagt. Doch es kommt auf eine Frage, mir keine Hilfe.